Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Oh mein Gott, das ist schon Ewigkeiten her, seitdem wir einen Vlog gedreht haben. Ich mach mal kurz den Laptop hier zu. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Wir hatten hier mega Stress. Es ist gerade so unfassbar warm. Mir ist das gerade alles zu viel irgendwie mit Anziehsachen, Haare und Make-up und so. Aber ich muss gleich ein paar Videos drehen, deswegen das hier. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Hier hat sich mega viel verändert. Ich werde euch heute alles zeigen. Ich nehme euch heute den ganzen Tag mit. Und ich hoffe, ihr freut euch. Es tut uns auch wirklich leid, dass wir gar nichts mehr gefilmt haben. Aber wir kamen einfach gar nicht mehr dazu. Ich bin morgen früh mit Rändern unter den Augen aufgewacht, weil ich einfach so müde war. Weil wir immer so viel zu tun hatten. Und ich kann euch auch gleich zeigen, wieso, weil wir hatten hier wirklich, und es ist immer noch so, eine Großbaustelle. Und so langsam lichtet sich das Chaos ein bisschen. So, ich muss jetzt nur ganz kurz noch etwas nachschauen. Und dann... Es ist so warm. So warm! Okay. Sascha hat schon Frühstück gemacht. Guck mal bitte, wie süß dieser Stift ist. Ja, Sascha hat schon Frühstück gemacht und uns ist eine Pflanze eingezogen, eine Monstera. Ich bin mal gespannt, ob die bei uns überlebt. Sascha hat Frühstückstisch gedeckt und hier sind die Hunde. Da ist die Skaya und da ist der kleine Cooper. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal gefilmt haben. Ich glaube, da war der noch ganz klein. Ich weiß es nicht. Lieber nicht. Und jetzt ist der Kupi ein Riese. Also er ist wirklich, wirklich groß. Wenn er neben Skaya steht, sieht man erst diesen Größenunterschied. Aber guck mal bitte meine Hand auf diesem Hund. Kupi. Ja, ist hier mein Mädchen. Du bist die Allerbeste. Ja. Ja, unser Teppich liegt auch wieder, weil die böse Welpenzeit ist vorbei. Dafür ist unser Sofa komplett hermetisch abgeriegelt. Das muss man immer wieder mal machen. Wir haben die letzte Woche komplett gewaschen, weil wir ja, wie gesagt, hier eine wirklich große Baustelle hatten und immer noch haben. Wir frühstücken jetzt aber erst und dann zeige ich euch das. Ich bin gemein, ne? Und aus. Aus. Fein. Und aus. I was looking like a fool when I met ya. All covered up in the dirt from my past. So insecure by myself when I met ya. Kupi, komm her. Da ist niemand. Ach so, die Skaya ist draußen. Pipi machen, ne? Der Joel ist mit der Skaya draußen. Wir müssen immer getrennt gehen. So, und ich zeige euch jetzt mal den Grund für unsere Abwesenheit. Ja, das ist der Grund für unsere Abwesenheit gewesen. Der Garten. Terrasse haben wir fertig. Ich muss hier noch aufräumen und nochmal durchsaugen. Auch die Kissen hier. Und dann ein bisschen aufräumen. Dann können wir uns auch hier hinsetzen nachher. Und das ist der restliche Garten. Ich möchte jetzt gar nicht weiter nach hinten gehen, weil ich hier alles matschig ist. Aber da hinten haben wir unseren Pool. Ich kann euch sagen, das waren die anstrengendsten und schlimmsten 4,5 Monate unseres Lebens, Leute. Wirklich. Das war so nervig, so anstrengend, so stressig, so... Es war mit Schmerz verbunden, mit Ärger, mit einfach allem. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ja, leider macht uns das Wetter einen absolut großen Strich durch die Rechnung, weil wir eigentlich seit 3 Wochen hätten fertig sein können. Wir kommen aber nicht weiter, weil es ständig regnet. Und dadurch, dass es regnet, können wir die Erde, diesen Haufen, der da liegt, nicht verteilen. Also das ist der Ausgleich für diese Ebene, also für dieses Stück Garten, damit wir unseren Rollrasen legen können. Naja, so ist das. Aber unsere Terrasse ist wirklich schön geworden.
wir finden sie wunderschön. Das ist die Hauptsache. Und genau. Ich werde jetzt anfangen aufzuräumen, das Haus. Es ist nicht so viel, allerdings werde ich sicherlich wieder ganz viel finden. Ja, Kupi. Und der ist gerade ganz schlimm. Der ist nämlich voll in seiner Pubertät. Nee? Und er kann nicht ohne Skaya sein. Und das üben wir gerade, indem wir einfach auch getrennte Gassi gehen. Weil er kann sich auf gar nichts konzentrieren, sobald Skaya dabei ist. Das ist ganz fürchterlich. Er steht halt auch immer an der Tür und guckt, wann sie kommt. Das machen wir mal einfach hier. Kupi, komm her. Komm rein. Cooper. So ist fein. Er steht immer hier, sieht man auch an den Nasenspuren. Kann man hier täglich wegmachen. Der ist schlimmer als ein Kleinkind aktuell. Also der hat wirklich nur noch Knete im Hirn. Ne, Schatz? Nur noch Knete hast du da oben drin. Aber ist auch nicht schlimm, auch das geht vorbei. Naja, hier hat sich dann auch das hier noch geändert. Die müsste ich mal sauber machen. Der kann übrigens Treppen steigen. Hier ist ein neuer Teppich eingezogen. Und hier ist ein neues Zimmer entstanden. Das ist das Zimmer von Lea. Hello. Genau, das haben wir auch noch zwischendurch gemacht. Innerhalb von 48 Stunden haben wir das Zimmer komplett neu gemacht. Ich muss jetzt gleich mal das Bett absaugen und neu machen. Ja, ich kann euch mal den Garten von oben zeigen. So sieht die Terrasse von oben aus. Oh, ich liebe es. Guck mal, wie viel Platz wir jetzt haben. Vorher stand ja hier dieser große, ich mach mal ein bisschen so, dieser riesengroße Esstisch. Hier war ja dieses Regal. Da, wo der Tisch steht, stand der Grill und wir hatten ja wirklich gefühlt gar keinen Platz. Und jetzt haben wir die Terrasse verkleinert um 6 Quadratmeter. Die ist kleiner als vorher und wir haben viel mehr Platz, weil wir natürlich auch eine andere Tischart gewählt haben. Übrigens, beste Entscheidung unseres Lebens, einen runden Tisch zu nehmen. Und diese Sitzlounge lieben wir auch sehr. Genau, das ist der restliche Garten. Ich zoome euch mal ein bisschen rein. Genau, das hier muss alles hier hinten und es regnet schon wieder. Guckt, es ist so dunkel. Oh, ich klingel. Hallo! Ich bin losgefahren. Sehr gut, fahr vorsichtig. Sieht aus, als wenn es gleich richtig stürmt. Bei uns kommt es auch gerade runter. Ja, hier fängt es auch schon an zu donnern. Okay. Okay, Sunshine. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Ciao. So, wir bekommen nämlich gleich Besuch von Leonie. Die kennt ihr auch schon. Ich habe die auch schon öfters gesehen. Das ist Saschas Cousine. Genau, also das da, was da liegt, muss alles dahin. Da haben wir schon mal angefangen, damit hier der Rollrasen kommt. Und dann kann man sich ja schon vorstellen, wenn das nur so ist, hier Terrasse, da ist der Rasen, dann ist der schon mal drei Viertel geschafft. Und da hinten unser kleiner Pool. Das ist unser Poolhäuschen. Das muss auch noch verputzt werden und dann kommen noch die Türen dran und das, die Überdachung und so. Ja, und hier wird auch noch aufgeschüttet und dann wird das auch verfließt mit den gleichen Fliesen wie hier. Aber wie gesagt, es kommt alles nach und nach. Und der Zaun, der wird auch noch ausgetauscht, aber im Frühjahr. Ja, wie ihr seht, haben wir wirklich noch viel Arbeit. Willst du Hopp machen? Komm. Komm hoch. Ja, komm. Trau sie dich nicht, ne? Hopp. Ja, spring. Ja, komm. Trau dich. Oh, wir haben vor allem Angst. Komm her, Kubi. Komm her. Ja, komm. Oh, Schisser. Ja. Guck mal. Was machst du? Guck doch mal. Warum hast du so nasse Pfoten? So ist fein, guck. Jo, Flauschbär. Hm? Du findest auch immer irgendwas, ne? Kupi, nein! Der ist bar! Warum bist du so nass? Ach, ich weiß warum, der war in der Dusche. Be-
gar nicht, was ich als letztes gefilmt habe. Leonie ist jetzt da. Sascha ist gerade mit ihr mit den Hunden draußen. Ich versuche hier die ganze Zeit irgendwie Herr zu werden, aufzuräumen. Aber ihr kennt das, glaube ich. Hier ist meine Uhr drin. Hier ist meine Maske drin. Warum? Tennisbälle vom Hund. Ich muss das jetzt mal, ordentlich machen. Ich habe gerade die Terrasse sauber gemacht. Ich zeige euch die jetzt nochmal. Einfach mal so einen Rundumblick, damit ihr das seht. Aber ich bin nicht ganz zufrieden. Wir müssen nochmal die Fugen neu machen, weil die sind echt scheiße geworden. So, hier haben wir so einen kleinen Schrank. Hier sind alles so Badesachen drin und Sachen, die man zum draußen Essen braucht. Hier ist so ein kleiner Tischgrill. Vielleicht machen wir den heute sogar an, dann kann ich euch das auch zeigen. Musikboxen. Genau, und dafür sind auch diese Pellets für diesen Ofen. Ja, hier habe ich eigentlich gedacht, dass wir mal Limo reinmachen können, aber ja, das war nichts. Hier ist unser Tisch. Der ist richtig schön. Der ist von Jysk, genauso wie die Stühle. Die sehen so aus. Die sind sehr bequem. Dann diese Koop-Stühle, die sind auch von Jysk. Dann unsere Sitzlounge, die ist von Sklum. Der Teppich ist von Amazon, glaube ich. Das ist von einem Floristen-Großbedarf, Großhandel, und das ist auch von Ikea. Genau, kleine Bäumchen. Ja, und hier sieht es halt noch so aus, ne? Schlimm. Ja, ich habe gerade das Sofa abgesaugt, da habe ich es schon wieder draufgezogen. Da ist der Rest, da. Ich saug jetzt weiter. Irgendwo hat es mich angemiaut, ich weiß noch nicht wo. Ja, Lea hat eben einen Kuchen gebacken. Ja, sie hat einen Apfelkuchen gemacht, den hat sie ganz alleine gemacht. Der ist leider so ganz, ganz dünn geworden, wie so eine Pizza. Aber das tut mir so leid, sie hat sich so gefreut und so viel Mühe gemacht, aber der wird trotzdem sehr, sehr lecker schmecken. Aber irgendwas ist schief gelaufen. Irgendwas hat nicht so funktioniert. Genau, hier habe ich eigentlich schon aufgeräumt. Da. Aber jetzt steht hier wieder dieser Karton. Das ist Müll, das muss noch draußen, aber unsere Tonnen sind voll. Genau, jetzt werde ich noch hier schnell zu Ende saugen. Hier ist alles Sand. Ich weiß nicht, wo dieser Sand herkommt. Mein Rucksack. Ah, den kann ich hier hängen lassen. Ja, meine Uhr bringe ich hoch. Und ich wollte noch ein bisschen aufräumen, also eine Schublade aufräumen. Und zwar die von den Hunden. Das nehme ich schon mal eine Etage mit höher. Hallo! Wir haben uns nämlich so einen Fingerscan-Ding für unsere Haustür gekauft, dass wir keine Schlüssel mehr brauchen. Weil die Kinder schon des Öfteren ihre Schlüssel verloren haben. Gott sei Dank sind die immer wieder gefunden worden, aber sicher ist sicher. Jetzt geht das alles mit App und mit Code und mit Finger-Touch, also mit so Fingerprint. Das ist richtig cool, müssen wir keinen Schlüssel mehr mitnehmen. Sascha rennt nämlich gerne mal raus und vergisst, den Schlüssel mitzunehmen. Sani! Gut, dass wir das Bett heute abgesaugt haben, ne? Dann bist du schon wieder da drauf. Oh ja. So, ich werde jetzt einmal diese Schublade hier schnell, ganz, ganz schnell aufräumen. Das ist ja die Hundeschublade und ich sag euch, hier ist einfach wieder alles drin. Alles. Wirklich alles. So, fertig. Das ist jetzt das Nachher. Das ist wieder gut. Das ist jetzt aussortiert. Das werde ich mal verschenken für die Hundeschule. Das ist Müll. Und jetzt ist wieder alles ordentlich. So, kleines Update. Leonie macht die Küche sauber. Ich habe mir wieder den Ichias eingeklemmt. Das passiert in letzter Zeit leider etwas öfter. Ja. Wir haben gerade gegessen und... Nein. Wir haben gerade gegessen und Sascha ist gerade mit den Hunden raus. Und jetzt gehen wir, glaube ich, hoch und gucken Film. Oder wir gucken ihn hier unten. Ich... I don't know. Mir ist es auch egal. Eigentlich ist es mir nicht egal, weil ich habe keine Lust, Treppen zu steigen.
Und das ist Kupi. Ja, gucken wir mal, wo wir jetzt den Film gucken. Guten Morgen zurück, um 10 Uhr. Leonie räumt schon wieder die Spülmaschine aus. Sie ist wieder fleißig. Wir machen jetzt lecker Frühstück. Lea ist auch gerade wach. Und wir machen jetzt Poffertjes. Leonie kennt keine Poffertjes. Immer wenn wir in den Niederlanden sind, kaufen wir welche. Und dann frieren wir die ein. Und dann kann man die richtig cool im Backofen wieder auftauen und fertig machen. Und dann schmecken die. Na, Schnecke? Dann schmecken die ganz, ganz frisch. Also richtig gut. So, Frühstück ist fertig. Sieht gut aus. Hä? Poffertjes. Lecker Poffertjes. Ich liebe die. So, ich nochmal. Ich werde jetzt ein bisschen putzen. Ich habe wirklich, wirklich, wirklich schlimme Rückenschmerzen. Aber ich will es hier ganz schnell einmal durchwischen. Aufgeräumt ist eigentlich. Also es ist wirklich human. Also das stört mich jetzt nicht, aber ich will einmal durchputzen. Staub gewischt habe ich gestern schon, aber ich habe so schlimme Lendenwirbelschmerzen, Leute, das kann ich euch gar nicht vorstellen. Ich habe immer wieder mit dem Ichias zu tun und ich muss Wäsche waschen. Oh mein Gott, ich habe das gestern vergessen. Das ist, wenn ich den Wäschekorb nicht hier hinstelle und direkt runtergehe und die Lea hat den, glaube ich, mit runtergenommen und hat den da in die Waschküche gestellt. Deswegen habe ich das vergessen. Ja, jetzt habe ich mir meinen kleinen Putzwagen hier. Ich liebe ihn. Ich hätte so gerne eine Kammer hier, also hier oben einen kleinen Raum für meinen ganzen Saugkram und so. Genau. Aber aktuell steht er erstmal hier und stört nicht. Genau, jetzt mache ich erstmal sauber. Und ich würde sagen, in diesem Sinne verabschiede ich mich auch, weil es wird heute nichts Spannendes mehr passieren. Ich werde das Video hier gleich noch bearbeiten. Und wir werden uns auf morgen auf die Arbeit und auf die Schule konzentrieren. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir werden jetzt versuchen, einmal die Woche mindestens einen Vlog zu schaffen. Wie gesagt, es war wirklich mega stressig. Und ansonsten folgt mir sehr, sehr gerne auf Instagram. Entweder bei jessie.putzt, mein Putzkanal, oder bei Daily Jessie. Da würde ich mich sehr freuen. Schaut sehr gerne mal vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video.